Wenn du dich ein bisschen mit Wildtieren auskennst, hast du wahrscheinlich schon mal davon gehört, dass manche Tiere ihre Kinder aussetzen, wenn sie bedroht werden. Aber was ist, wenn sie ihren Nachwuchs loswerden wollen, der noch nicht einmal geboren wurde? Weibliche Rochen tun das, wenn sich ihnen ein Hai nähert oder sie auf eine andere Weise bedroht werden. Aber diese selbstinjizierte Abtreibung geschieht nicht immer, damit das Weibchen sich selbst retten kann. Seltsamerweise ist dies auch eine Chance, den Nachwuchs zu retten. Ja, höchstwahrscheinlich werden die Kinder noch sehr schwach und sehr klein sein. Aber das Raubtier wird lieber eine erwachsene Beute fressen, als jedes kleine Jungtier zu jagen. Wie sich also herausstellt, opfert sich die Mutter selbst für ihren Nachwuchs. Haie verhalten sich übrigens genauso. Bei 88 verschiedenen Hai- und Rochenarten, darunter auch gefährdete Arten, wurden fischinduzierte Geburten beobachtet. Das passiert, wenn das Weibchen aus dem Wasser gezogen wird. Sie versucht ihrem Nachwuchs noch eine Chance zum Leben zu geben. Man schätzt, dass im Durchschnitt eines von 4 trächtigen Weibchen seinen Nachwuchs vorzeitig entlässt. Aber bei manchen Arten passiert das in 85% der Fälle. Etwas Ähnliches passiert, wenn die Mutter versehentlich an die Küste gespült wird. Vielleicht schafft sie es nicht mehr bis zum Wasser, aber die Jungen haben noch eine Chance. Ich weiß auch nicht genau, wie die kleinen Rochenbabys das noch schaffen sollen, aber anscheinend ist das jetzt ihr Problem. Auf der einen Seite mag das wie eine sehr verrückte Strategie erscheinen, aber denk doch mal darüber nach. Sowohl Haie als auch Rochen tauchten vor sehr langer Zeit auf unserem Planeten auf. Ihre gemeinsamen Vorfahren schwammen schon vor 200 Millionen Jahren in den Ozeanen. Und da Haie und Rochen noch immer nicht ausgestorben sind, bedeutet das, dass die Strategie doch funktioniert. Tatsächlich werden Tiere ihren Nachwuchs während der Schwangerschaft viel häufiger los, als du dir vielleicht denken kannst. Und jeder dieser Fälle ist vom evolutionären Standpunkt auch aus gerechtfertigt. Nehmen wir zum Beispiel den Bruce-Effekt. Im Jahr 1959 stellte die Wissenschaftlerin Hilda Margaret Bruce fest, dass trächtige Mäuse abtreiben, wenn sie mit einem fremden Männchen in Kontakt kommen. Und dann stellt sich heraus, dass wilde Tiere das auch tun. So wie diese hier. Das sind gruselig aussehende Primaten. Nein, wirklich, schau sie dir mal an. Aber warum wird man ein ungeborenes Kind wieder los? Nun, es stellt sich heraus, dass der Grund dafür Ressourcen sind. Wenn der Anführer der Gruppe wechselt oder ein neues starkes Männchen auftaucht, wird er sicher die Jungen des anderen Männchen wieder töten. Für die Natur bedeutet das eine Menge verschwendete Zeit und Mühe. Also machen die Weibchen es lieber selbst und bringen den Nachwuchs von neuen Männchen zur Welt. Diese neuen Jungtiere werden mit Sicherheit überleben. Hast du schon jemals von den Quarkers als charmante, lächelnde Tiere gehört, die immer gut gelaunt zu sein scheinen? Nein, wirklich. Es scheint, als würden sie immer lächeln. Selbst wenn sie ihre Jungen auf ein Raubtier werfen. Aber sie scheinen auch nicht immer so niedlich zu sein. Quarkers opfern ihren Nachwuchs, um sich selbst zu retten. Und ich muss sagen, dass es ja für sie viel einfacher ist als für Haie. Schließlich reden wir hier von einem Beuteltier und ein Junges aus dem Beutel zu werfen dauert nur ein paar Sekunden. Nun, aber die Babys von Quarkers haben keine Chance zu überleben. Aber genug von schlechten Eltern. Ich hätte was Besseres. Sprechen wir über Tiere, die bereit sind, eine Menge für ihre Kinder zu tun. Zum Beispiel Alligatoren. Wusstest du, dass weibliche Alligatoren buchstäblich ihre Haut opfern, um Eier zu legen? Und das ist nicht mal ein seltener Fall, sondern etwas, das immer passieren wird. In jeder Saison kann ein Alligator bis zu 40 Eier in seinem Gelege legen. Und diese bestehen aus Kalzium. Doch dieses Kalzium taucht nicht aus dem Nichts auf. Die Weibchen nutzen ihren eingebauten subkutanen Panzer, den Osteoderms. Wissenschaftler haben sogar Röntgenaufnahmen gemacht, eine Reihe von Tests durchgeführt und herausgefunden, dass die Knochenhaut der nistenden Weibchen tatsächlich viel leichter ist und nicht so dick wie die der anderen Alligatoren. Über 10% des Kalziums im Alligatorpanzer wird für die Bildung der Eier verwendet. Die Wissenschaftler konnten das leider noch nicht bestätigen. Aber was sie bereits herausgefunden haben, ist, dass die Umgebungstemperatur der sich entwickelnden Eier das Geschlecht des Alligators bestimmt. Und das buchstäblich. 30 Grad Celsius bringt Weibchen hervor. Und 32 Grad Celsius die Männchen. Obwohl Steve und ich noch keine Informationen darüber gefunden haben, dass weibliche Alligatoren versuchen, ihre Gelege aufzuwärmen und absichtlich Männer zu produzieren. Aber dann stießen wir auf eine sehr überraschende Information über Bären. Eigentlich versuchen diese Tiere, sich so weit wie möglich von Menschen fernzuhalten, um ihre Überlebenschancen zu erhöhen. Manchmal neigen die Weibchen mit ihren Jungen jedoch dazu, sich menschlichen Behausungen zu nähern. Nein, und das hat nichts mit der Suche nach Nahrung zu tun. Die Bärenweibchen benutzen uns Menschen als Schutzschild. Ja, schau's dir mal ganz einfach an. Wenn die Bärenweibchen mit ihren Jungen während der Paarungszeit im Wald auf ein anderes Männchen treffen, sind ihre Jungen dem Untergang geweiht. Daran gibt es praktisch keinen Weg vorbei. Mehr als ein Drittel aller Braunbärenjungen stirbt während der Paarungszeit. Mehr als 90% der Todesfälle gehen auf das Konto der Männchen. Und viele Bärinnen wissen das. Sie wissen auch, dass selbst die aggressivsten einsamen Männchen nicht in die Nähe von Menschen kommen wollen. Denk einfach mal darüber nach. Die Menschen schützen einige Bären vor anderen Bären und das funktioniert? Bären sind eigentlich ziemlich schlaue Tiere, die klug genug sind, um auch vorauszuplanen. Manchmal sind sie sogar so schlau, dass sie die Menschen täuschen können.
Obwohl, wenn du dir die Pandas so ansiehst, wirken sie nicht wirklich wie besonders schlaue Kreaturen. Sie sind flauschig, lustig, tollpatschige Dickhäuter. Doch sie haben gemerkt, dass die Menschen sie unbedingt zur Zucht haben wollen. Im Panda Breeding Center reagierten die Mitarbeiter sofort, als das Tier Anzeichen einer Schwangerschaft zeigte. Der Panda wird in einen separaten klimatisierten Raum gebracht und genießt das beste Futter, darunter Früchte, Bambus und sogar Brötchen. Kurz gesagt, es sind perfekte Bedingungen für eine ständige Pflege. So wurde auch ein Panda behandelt, bei dem 2 Monate später herausgefunden wurde, dass er seine Schwangerschaft vorgetäuscht hatte. Ja, nur um Zugang zu leckerem Essen und anderen Dingen zu bekommen. Die Sache ist die, dass die Panda-Schwangerschaft noch kaum erforscht ist und fast unmöglich festzustellen. Doch was klar war, dass der Panda mehr Brötchen wollte. Am Ende wurden ihr also alle Privilegien wieder vorenthalten. Das muss sehr frustrierend gewesen sein. Aber mach dir keine Sorgen um sie. 2 Jahre später, im Jahre 2016, wurde dieser Panda tatsächlich schwanger, brachte ein Männchen zur Welt und bekam endlich so viele Brötchen, wie sie wollte. Spürst du das? Es ist, als würde es kühler werden. Nein, das liegt nur daran, dass du kein australisches Zebrafinkenküken bist. Es klingt unglaubwürdig, aber diese Vögel singen wirklich für ihre eigenen geschlüpften Küken, um sie abzukühlen. Okay, aber das Wichtigste zuerst. Sobald die Umgebungstemperatur über 26 Grad Celsius steigt, geben Zebrafinken einen Ruf an ihre zukünftigen Nachwuchs ab. Das verlangsamt den Wachstum der Küken in den Eiern. Denn wenn du in Australien lebst und es ziemlich heiß ist, hilft dir dein kleiner Körper, mit der Hitze umzugehen, indem er Wärme verliert. Physik bei der Arbeit nun mal, der Rest ist einfach. Wenn du unter der Hitze leidest, ist es schwierig, eine Partnerin zu finden und Nachwuchs zu bekommen. Wenn du das nicht tust, ist das auch gut. Die Evolution ist auf deiner Seite. Aber natürlich sind Zebrafinken nicht die einzigen Lebewesen auf dem Planeten, die ihren ungeborenen Kindern etwas sagen. Weibliche Delfine tun das auch. Außerdem gibt jede werdende Mutter einzigartige Laute von sich, damit sich das ungeborene Kind an die Stimme gewöhnt und später wiedererkennen kann. Auch nach der Geburt singen die Mütter noch ein paar Monate lang für ihre Babys. Und die anderen Delfine versuchen sie nicht zu stören und sind die ganze Zeit still. Oh, warte, ich habe mich von den Delfinen komplett ablenken lassen und vergessen, über die Vögeleier zu sprechen. Vogeleier gibt es in einer Vielzahl von Farben, aber Studien haben gezeigt, dass die Logik hinter ihrer Färbung im Allgemeinen recht einfach ist. Je kälter das Klima, desto dunkler ist das Ei. Ja, du hast das schon richtig verstanden. Dunkle Eier absorbieren mehr Wärme als hellere Eier. Das hält die Küken warm, während ihre Eltern auf Nahrungssuche sind. Die Wissenschaftler haben sogar eine Karte der Eierfarben erstellt. Alles klar, aber für den Fall, dass die Studien an Hühnereiern durchgeführt wurden? Nun, braune Eier erhitzen sich schneller und kühlen langsamer ab als helle Eier. Genug über Vögel und Eier. Schau dir lieber mal die Mungos an. Denn sie haben ein sehr spezielles System entwickelt, um sich um ihre Jungen zu kümmern. Die meisten Mungo-Mütter in einer Gruppe bringen ihre Jungen in der gleichen Nacht zur Welt. Naja, vielleicht zu leicht unterschiedlichen Zeiten, aber immerhin so, dass am Ende niemand mehr weiß, wessen Nachwuchs zu welcher Mutter gehört. Das klingt nicht nach unbedingt der besten Idee, aber tatsächlich bekommt jedes Jungtier auf diese Weise genau die gleiche Menge an Pflege, Nahrung und Ausbildung in allen möglichen nützlichen Fähigkeiten. Alle Mungo-Babys sind gleich und haben die gleichen Chancen, erwachsen zu werden, was bedeutet, dass die ganze Gruppe gedeihen wird. Für Mungos ist es sehr wichtig, dass ihre Gruppe groß genug ist, denn diese Kerlchen liefern sich Bandenkriege mit anderen Gruppen, bei denen es regelmäßig zu schweren Verletzungen, Todesfällen und zu Vermehrung kommt. Kein Scherz! Einige Männchen und Weibchen aus verschiedenen Clans haben es geschafft, sich direkt während den Bandenkriegen fortzupflanzen. Ich meine, das ist ein so guter Zeitpunkt wie jeder andere, oder? Abgesehen von den Bandenkriegen sind Mungos sehr gut im Kinderkriegen. Was den Kuckuckswels angeht, versucht er aber wahrscheinlich sein Bestes. Dieser Kuckuckswels legt seine Eier in das Maul von Buntbarschen, die ihre Jungen aufziehen. Ihre Kuckuckswels-Eier entwickeln sich schneller. Und wenn die kleinen Buntbarsche im Maul erscheinen, sind die Eindringlinge schon ziemlich hungrig. Ich meine, es ist klar, was jetzt passiert. Manchmal bemerkt ein erwachsener Buntbarsch, dass sich etwas Seltsames in seinem Maul befindet. In diesem Fall entwickelt sich das Baby und schlüpft irgendwo draußen. Aber wenn die Buntbarschmutter ihren Nachwuchs dann bei der Fütterung nach draußen lässt, kann der Wels trotzdem in ihr Maul gelangen. Wenn Buntbarsche herausfinden könnten, was passiert, würden sie ihren Nachwuchs vielleicht etwas anders vorbereiten und schützen. Obwohl dieser Fisch wohl kaum so einfallsreich sein kann wie ein Tigerkielrücken. Wenn ein Weibchen dieser Art schwanger wird, kriecht sie in den Wald, um so viele giftige Kröten zu fressen, wie sie nur finden kann. Die Logik hinter diesem Verhalten ist einfach. Die Schlange produziert kein eigenes Gift, also müssen sie das Gift eines anderen zum Schutz verwenden. Aber der zukünftige Nachwuchs ist einfach nicht in der Lage, eine giftige Kröte schnell zu verspeisen. Sie würde nicht in ihr winziges Maul passen und sie wären in Gefahr. Deshalb legen Schlangenmütter fleißig einen Vorrat an Giftstoffen an. Ihre Kinder müssen sie einfach haben. Und ich dachte schon, dass der Kauf eines Kinderwagens, eines Kinderbetts und allerlei Training für zukünftige Eltern schwer genug ist. Naja, so kann man sich täuschen.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Wenn dem so ist, gebt mir doch ein Like, teilt das Video mit euren Freunden und abonniert unseren Kanal. Dann sehen wir uns mit Sicherheit auch beim nächsten Mal. Macht's gut, Freunde. Und wie immer, schreibt mir Kommentare. Wir lesen sie auch alle. Versprochen.